Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Time at Sandrock, wo wir direkt mal schauen werden, dass wir hier oben die Quests weiterverfolgen, die uns angezeigt werden. Aber vorher wollte ich noch mal schauen, weil ihr geschrieben habt, man kann die Kleidung der Dorfbewohner ändern über ihren Reiter Album Beziehungen. Nicht bei allen, aber bei manchen wäre es wohl möglich, dass man irgendwie ihre Kleidung, hier oben wahrscheinlich, Outfit, automatische Ausrüstung. Ach krass, tatsächlich. Das ist ja cool. Wechselt das dann automatisch? Ich lass das mal so, das ist ja stark. Danke für den Hinweis. Was gibt's hier noch? Oh, das sieht viel cooler aus, Owen. Übernehmen. Ich mache das jetzt mal bei allen, wo ich es finde, automatisch, dass sie das wechseln. Mega cool. Ja, keine Ahnung. Ich mache das jetzt einfach mal durch. Muss ich das bei allen persönlich machen? Wahrscheinlich. Ach krass, das sieht... Ich weiß gar nicht. In Gelb, glaube ich, gefällt mir die Uniform besser. Ich mache einfach auch mal hier automatisch. Ich will mir gerade nur mal die ganzen Alternativen anschauen. Okay. So sieht sie direkt halt wesentlich älter aus. Abgefahren. Auch cool. Der Überschau. Eigentlich bei allen bisher, oder? Das sieht auch cool aus. Das, ich weiß gar nicht. Das Weiße, glaube ich, gefällt mir besser. Ich mache trotzdem mal automatische Ausrüstung. Avio. Ah. Stark, ich brauche einfach mal Abwechslung. Oh, was hast du denn für ein zweites Superhelden-Outfit? Ah. Hier ist nix. Ich glaube, das geht nur bei den Date-Kandidaten. Einfach sehr orange-lastig dann. Okay. Aber dann alle. Die Quelle. Ups. Oh, so sieht ein bisschen sehr autokratisch aus. Nein, ich drücke mal die falsche Taste. Eine Beziehung ist dafür nicht hoch genug. Aha, okay. Man braucht also mindestens irgendwie zwei Herzen oder sowas. Mir fehlen auch noch vier Personen. Wie krass ist das denn? Okay, wir machen mal weiter. Das war ja witzig. Echt vielen Dank für den Hinweis. Das ist klasse. Und toll, dass das Spiel an sowas denkt, wo ich mir denke, krass. Ich hätte gerne, ein bisschen Abwechslung bei Klamotten. Bin anscheinend nicht der Einzige. Spiel baut es ein. Cool. Jetzt ist nur die Frage, wo jetzt hier die... Hier hoch dafür? Ah, sieht so aus. Nun, ich war hier keine große Hilfe. Sie haben so ziemlich die ganze Arbeit gemacht. Ich kann sehen, dass Port sehr gut für Sie war. Sie sind reifer geworden, Albert. Früher haben Sie sich oft beschwert, wenn Sie außen vor gelassen wurden. Und du siehst besonders gut aus, Heidi. Hast du danach noch etwas vor? Ich dachte, wir hätten das schon besprochen. Genau, ich dachte nur, dass vielleicht genug Zeit vergangen ist, um es noch einmal zu versuchen. Geschmeichelt, aber nicht interessiert. Genau, vielleicht können wir uns einfach als alte Bekannte treffen. Das geht. Oh, das ist doch nett. Huch, das Gewehr auf dem Rücken ist so ein ungewohnter Anblick. Zack. Jetzt geht's nochmal ins Rathaus. Und Dani hat mir geschrieben, ich muss sehr viel mehr Geld verdienen. Wahrscheinlich machen wir das jetzt einfach mal. Wir werden sehr viel mehr Aufträge annehmen. Anträge aufnehmen? Ja, ich will. Hab deinen Antrag angenommen. Musa. Ich habe mit Heidi all ihre Pläne besprochen und sie mit denen von Portia abgeglichen. Ihre Pläne waren so gut durchdacht, dass ich hier einfach hätte telegrafieren können, anstatt auf diese Reise zu gehen. Es ist immer besser, Dinge persönlich zu besprechen. Denn so kann in Zukunft besser zusammengearbeitet werden. Wie auch immer, wie wäre es damit? Machen Sie einen kleinen Urlaub hier in Sandrock. Alle Kosten werden bezahlt. Bleiben Sie aber nicht zu lange hier. Gail hat mir erzählt, dass Sie bald mit der Brücke zu Eufaula beginnen, ja? Da kann man nicht widersprechen. Und ja, Sie haben recht. Es wird auch eine ganz schöne Aufgabe. Zum Glück haben wir in Portia einen neuen Handwerker, der dieser Aufgabe mehr als gewachsen ist. Ich nehme an, das ist der Protagonist aus My Time at Portia. Oh, ich würde diesen Handwerker gerne kennenlernen. Trifft man Musa in My Time at Portia?
Das wäre ja auch spannend. Ich finde diese ganzen Verknüpfungen total cool und ich finde es schön, dass die Spiele gleichzeitig ablaufen. Dass man nicht gesagt hat, okay, das ist irgendwie hier, Sandrock spielt danach oder davor, sondern gleichzeitig. Sowas trifft man echt selten in der Spielewelt. Okay, ich würde sagen, der nächste Schritt ist, dass wir jetzt noch ein paar Aufträge annehmen, wenn wir das können. Ein bisschen Geld dazu verdienen. Das ist ja schon 20 vor 6, aber das kriegen wir hin. Damit wir unseren Hof entspannt vergrößern können. Dann endlich mehr Platz für Maschinen zu haben, vielleicht für größere Felder. Diese Aufträge habe ich halt echt. Was in dem Kochen, das ist nicht meins. Nashorn Kaktus könnten wir vielleicht sogar noch haben. 10 Tage, Teeblätter. Oh, Teeblätter? Weiß ich aber nicht, wie viel wir einstecken haben. Okay, Blutsteinsägen können wir machen. Kunststoffrohr, Kunststoffschale und wir machen Kunststoffrohr. Oh, nee. 1100, das sind 400 mehr, aber es sind doch 6 Chromstahlstangen. Aber wir machen das trotzdem. Selten. Ah nein, die Blutsteinsägen sind selten. Das wird unangenehm. Wir gucken mal, wir können anscheinend schon was abgeben. Jetzt schon. Hey, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, und die Kunststoffschalen haben wir auch schon. Ich glaube, dann haben wir sogar schon genug Geld zum Vergrößern. Da müssen wir mal schauen. Ich habe echt Schiss vor dem Baumenü. Ich drücke mich so ein bisschen auch deshalb davor, dann brauchbar zu sein. Okay, wir gucken mal direkt nach dem Blutsteinsägen. Einmal zurück. Zurve, Radisa, die Luna. Oh, die Luna ist ein schöner Name. So, und ihr habt gemeint, ich soll hier nochmal schauen. Ist doch alles hier in Ordnung mit Wasser. Minimals können wir es noch auffüllen, aber sieht für mich in Ordnung aus. Cool. Was wollte ich jetzt machen? Ah, Blutsteinsägen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die noch erhöhen in ihrer Qualität. 4 Stück selten. So teuer. Veredeln. Teuer. Na gut, haben wir auch geschafft. Wir auch abgeben. Wir laufen nochmal nach da hinten. Wir brauchen unbedingt mehr von diesen ganzen Edelsteinen, Juwelen für die ganzen Verbesserungen von den Sachen. Wer hat die eigentlich gefordert? War das Vivi? Nee, Hugo auch. Hat ich doch richtig in Erinnerung. Ich war gerade verwirrt, dass es Vivi ist. Jetzt schon. Hey, nicht schlecht. Vivi wollte, glaube ich, gar nichts. Vivi wollte nicht. Ah, Burgess hat die anderen Sachen an. Ey, cool. Oh, sorry, Burgess direkt mal geschubst. Nicht so freundlich. So ein Versehen, Burgess, es tut mir leid. Ich würde sagen, wir geben. Na, wir haben noch echt viel Ausdauer, die sollten wir nutzen schon. Und wir gehen nochmal ein paar Sachen abbauen. Ach komm. Ich muss mich gerade mal die Steuerung gewöhnen. Ich spiele die ganze Zeit vor allem. Wie momentan so ein Spiel, da muss man mit der mittleren Maustaste die Kamera bewegen. Und wenn ich die drücke, ist es irritierend für Sandrock. Warum können nicht einfach alle Spiele das gleiche Steuerungsbild? Das wäre, glaube ich, sehr chaotisch. Das wäre, glaube ich, noch schlimmer. Eine festgeschriebene Steuerung. Fürchterlich. Aber mein Spiel hat doch ganz andere Bedürfnisse als das andere Spiel.
Ja, das mag sein, aber mich irritiert es in zwei Spielen, also muss es auf alle Spiele angewendet werden. Das klingt fair. Hier können wir nochmal abbauen. Und hier. Und Sandlauch ernten. Und Sandlauch ernten. Und Holz abbauen. Ich mag jetzt aber nicht die ganze Zeit hier Sachen abbauen. Wir gehen mal ins Bett. Ich bin gespannt auf den nächsten Tag. Oder habe ich irgendwas verpasst? Kalender? Nein. Morgen ist Tanzbattle. Okay. Okay. Hätte ich mich dafür anmelden müssen? Hm. Tanzbattle. Aber wo? Das hatten wir doch schon mal, oder? Das war doch so eine der ersten Minispiele, die ich gespielt habe. Das war ganz witzig. Oh, wie cool. Ah, auch in dem neuen Outfit. Sieht mega cool aus, ihre Frisur. Pa, schieß nicht. Lass es mich erklären. Ilse, geh mir aus dem Weg. Ich will keine Wiederholung vom letzten Mal. Quack, quack. Quack, 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 quack. Was? Quack, 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 quack. Oder wäre das eh ihr neues Outfit gewesen? Diese Ente, du pfeifst einfach und sie tut, was du sagst? Was? Oh, Elsie, endlich bist du zu Hause. Warum bist du anders gekleidet? Sie hätte eh ihr Outfit verändert. Ah, wie cool ist das denn? Stark. Lass mal einen Blick darauf werfen. Und die Ente, was ist mit dir los? Ja, sie sieht halt tatsächlich direkt mal 5, 6 Jahre älter aus damit. Vorher sah sie aus wie 15, jetzt sieht sie aus wie, weiß ich nicht, 20, 21, 22. Ich bin nicht verletzt. Mir geht's gut. Ma, Pa, ich habe hart gearbeitet und ihre Gewohnheiten studiert. Ich habe gelernt, wie man mit ihnen kommuniziert. Ich nenne sie Daisy. Was mich gerade ärgert, Entschuldigung, wenn ich schon mal einbrechen muss, hätte ich vorher nicht geguckt wegen den Klamotten, wäre ich ja noch überraschter gewesen selbst. Ärgerlich, dass es genau jetzt passiert ist. Aber egal. Mega cool. Pappalapapp, wovon redest du, Mädchen? Weißt du noch, was mit deiner Mutter passiert? Uff. Wisst ihr, Ma, Pa, ich möchte euch etwas sagen. Ach was, es tut mir einfach leid, Ma. Ich habe mich einfach dumm verhalten. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken und es tut mir leid, dass ich mich so unreif verhalten habe. Baby, solange du sicher zu Hause bist, ist das alles, was ich und dein Vater je wollten. Das habe ich schon mal gehört. Jetzt wirst du brav sein und deine Aufgaben erledigen, richtig? Dann kommt dir eine blöde Idee in den Kopf und es geht wieder los. Aber Pa, was? Liege ich falsch? Missy, ich habe dich großgezogen. Ich weiß, wie du bist. Ich gebe dir eine Woche. Okay. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Normalerweise würdest du dich jetzt mit mir streiten. Ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll. Eine Woche. Ich werde es dir zeigen. Ich habe mich geändert, Pa, und ich erwarte eine Entschuldigung, wenn das hier vorbei ist. Haha, in deinen Träumen, Mädchen. Na gut, du bist dran. Und jetzt rein mit dir. Deine Mutter backt Kuchen. Willkommen zu Hause. Das sieht schon sehr cool aus, aber das Outfit. Also gerade, weil dieser Kontrast zu dem vorherigen Outfit so riesig ist. Stark! Cool gemacht. Direkt mal mit dir quatschen. Ich bin endlich zu Hause. Seht euch meine neuen Klamotten an. Ziemlich cool, oder? Ich hoffe, ihr habt euch keine Sorgen um mich gemacht. Ich habe gerade gelernt, mit Tieren zu sprechen. Okay, Dr. Doolittle. Mega. Wir können eigentlich noch mal mit den Eltern reden. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Keine Reaktion. Es ist eine Schande, dass es keine Paarrunde gibt. Coop und ich haben früher die ganze Nacht Square Dance getanzt. Und wir kannten alle Schritte. Square Dance, Kreistanz, die Raute. Nicht jeder kennt die Raute. Besonders nicht heutzutage. Ah, stopp, stopp, stopp. Ich will mal gucken, ob du ein neues Rezept für mich hast. Ich glaube, ich habe noch einen Haufen Fleisch herumliegen. Ich denke, ich könnte sie verwenden, um etwas Nettes zu zaubern. Hast du zufällig eine Idee?
Halte das Rezept Schmorbraten und erhalte 35 Goals. Mach ich. Zu jung und schon ein paar Asse im Ärmel. Ich denke, ich werde das heute mal ausprobieren. Danke. Wir müssen erst einmal auf den Hof. Wir können aber gucken, ob wir irgendwo die Tanzbattle finden. War die nicht hier vorne bei Owen irgendwo in der Nähe? Hier sieht es sehr nach Tanzbattle aus. Wir tanzen direkt auch. Stark! Dance-off! Verdammt. Das beginnt erst später. Festivalladen. Haben wir jetzt nichts? Okay, dann gehen wir erstmal zurück schnell auf den Hof, um unsere Routinearbeiten zu erledigen. Oh, Justice. Was gibt's? Wenn du tanzen willst, könnte ich Unsur bitten, eine Weile die Patrouille zu übernehmen. Paartanz nur mit Nia. Kiste. Okay. Slurp, ich habe Kontakte genutzt von Musa und die Bauanleitung für kommerziellen Sprengstoff bekommen. Das Zeug, das man benutzt, um Gebäude abzureißen und, naja, um Löcher in Berge zu sprengen. Wenn du das hergestellt hast, komm auf die Bergbaustelle. PS, das ist nur eine Stufe unterhalb vom militärischen Sprengstoff, also sei besonders vorsichtig. Alles klar. Slurp, wir treffen uns morgen in meinem Versteck. Du weißt, wer. Es gibt keine Unterschrift. Hallo Slurp, herzlichen Glückwunsch, dass du deine Werkstatt auf eine 4-Sterne-Bewertung gebracht hast. Du bist so weit gekommen, meine Güte. Wenn du so weitermachst, bist du vielleicht eines Tages fast so gut wie ich. Hm? Warum liest du immer noch? Ich habe dir gesagt, dass du mit einem höheren Rang auch bessere Aufträge bekommen kannst. Also hör auf, diesen Brief zu lesen und geh sofort zur Handelsgilde. Los, los, los! Okay. Ich bin kurz gespannt. Wir schauen mal hier rein. 87%, das reicht ja dicke. Wir packen mal unsere... Was? Oh, ich muss mit dieser Maustaste aufhören, die Kamera bewegen zu wollen. Boah, das ist, ey, dieses Memory, diese Muskelgedächtnis ist fürchterlich. So ein Gewohnheitstier. Okay. Schafft. Hier packen wir vielleicht auch nochmal was rein. Brauchen wir hier von irgendwas? Weiß nicht. Hä? Haushaltsofen. Achso, mein Fehler. Dann machen wir nochmal Chromstahlstangen rein. Hier können wir ernten. Kartoffeln und Tomaten. Sehr cool. Das pflanzen wir jetzt wieder ein. Sandlauch, Weizen, Kaktussamen. Wir können hier nochmal Kartomaten anbauen. Habe ich sie angepflanzt? Nee, jetzt. Okay. Können wir mal Dünger machen? Hast du noch was zu essen? Keine Kartoffeln mehr. Machen wir unser Inventar leer. Alles sortieren, sehr gut. Was wollte ich jetzt noch machen? Hier ist Wasser, das wollte ich aber nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich wollte. Achso, ich wollte direkt an dem Sprengstoff gucken. Ich brauche Kupferdrähte und Schießpulver. Kupferdrähte können wir hier machen. Dauert nicht so lange. Schießpulver machen wir, glaube ich, hier. Da muss ich aufpassen, weil das so ein bisschen tricky ist. Ich glaube, jetzt haben wir genug. Genau, das passiert irgendwie in 5er-Schritten. Und warten wir auf die Kupferdrähte. Was haben wir jetzt noch für Aufträge? Mission unmachbar. Wir können doch mal hier auf unsere Liste schauen. Das ist tatsächlich versteinerter Holzstock. 1300 Gold. Das ist schon viel. Können wir das trotzdem mal machen? 5 versteinerte Holzstöcke. Ich glaube, die stellen wir hierher. Ja. Okay. Super. Wir gucken mal nach den, kurz nach den Aufträgen. Ne, ich will auf Epona steigen. Wo ist das denn alles? Hier ist was. Okay. Und dann gucken wir mal bei der Handwerkskreuzung, Konstruktionskreuzung, dass wir unseren Hof vergrößern.
Dann sprangen drei Hip-Hop-Hyänen auf mich zu. Ich stieß nur einen lauten Schrei aus, ein scharfes Au, und sie erstarrten. Das gab mir eine Menge Selbstvertrauen. Au, au, dieses Heulen, das sind die wütendsten Laute in der Wolfssprache. Die Hip-Hop-Hyänen drehten sich um und rannten so schnell sie konnten davon. Oje, Elsie, hattest du keine Angst? Wow, deine Geschichten sind sogar noch besser als die von Owen. Das soll nicht heißen, dass wir deine Geschichten nicht mögen, Owen. Aber naja, du hast sie gehört. Es ist so aufregend. Er hat recht. Elsie, ich muss anfangen, sie aufzuschreiben. Die Legende von Elsie, der Wolfsflüsterin. Klingt eingängig, oder? Ich spreche nicht nur mit Wölfen, weißt du? Ich habe jetzt eine ganze Reihe von Tieren, mit denen ich reden kann. Ich habe das ganze Monsterflüsterin-Ding am Laufen. Gän, puh, tut mir leid, ich bin jetzt schon ein paar Tage wach. Ich muss mich ausruhen. Hey, Slurp. Hab dich gar nicht gesehen. Was hältst du von meinem neuen Aussehen? Sieht toll aus. Also gut, frag ruhig. Ich weiß, es muss verrückt sein, mich so zu sehen. Was sollte ich noch einmal fragen? Was hat es mit der neuen Kleidung auf sich? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Was ist passiert? Wie hast du die Ente gezähmt? Ach, nichts. Nichts Besonderes. Ich hatte ein paar Beulen und so weiter. Aber ich wurde von ein paar neuen Freunden gerettet. Ich habe diese Monsterjäger aus Atara getroffen. Sie studieren Monster. Sie kennen sich wirklich gut aus. Sieht nach einer coolen Truppe hier aus. Er sieht witzig aus mit diesen Holzflügeln. Das sind, glaube ich, Waffen, oder? Weiß es nicht. Sie hatten eine Monsterjägerin dabei, die Pana hieß. Sie war echt hart, wie Howlett. Sie hat mir alles Mögliche gezeigt und gesagt, ich hätte ein Händchen dafür und würde ein toller Fährtenleser werden. Sollte ich nachfragen, was hat es mit der neuen Kleidung auf sich? Ah, das alte Zeug war ganz schön zerrissen. Diese Sachen hier habe ich selbst gemacht. Die sind sehr robust. Außerdem finde ich, dass ich damit richtig erwachsen aussehe, oder? Wie eine echte Monsterflüsterin. Hier hast du die Ente gezähmt. Das sind coole Bilder hier jedes Mal. Zahm? Nein, so ist es nicht. Daisy ist mehr wie ein Kumpel, verstehst du? Wir müssen aus dieser Zäh-Mentalität herauskommen und sie wie gleichberechtigte Wesen behandeln. Wir haben viele Abenteuer erlebt. Ich bräuchte wohl ein Jahr, um dir davon zu erzählen. Nachdem ich einige Zeit mit dir verbracht habe, habe ich das Gefühl, dass die Martel-Enten-Spezies sich gar nicht so sehr von uns Menschen unterscheidet. Was sollte ich noch fragen? Ein Jahr war sie weg! Habe ich das gerade richtig gelesen? Nein, oder? Das wäre natürlich cool gewesen im Spiel, wenn sie wirklich ein ganzes Spiel ja weg gewesen wäre. Ich muss das gerade nochmal... Nachdem ich einige Zeit mit ihr verbracht habe. Okay, alles klar. Bräuchte wohl ein Jahr. Ah, so habe ich das im Kopf zusammengebracht. Okay, Entschuldigung. Krass. Gehen, okay. Jetzt werde ich richtig müde. Ich habe schon seit ein paar Tagen nicht mehr geschlafen. Ich glaube, ich werde die ganze Woche schlafen. Gehen. Wir sehen uns später, Slurp. Nee, das wäre natürlich... Das wäre aber cool, wenn sie wenigstens irgendwie so ein halbes Jahr oder sowas weg gewesen wäre. Das würde ihre Länge der Haare erklären, das würde die Fähigkeit... Weil so hat sie jetzt quasi in zwei Tagen das alles gelernt. Das ist ein bisschen fix. Aber egal. Sehr cool. Dance-Off ist immer noch geschlossen. Reiten wir mal zum nächsten Ort. Wir reiten jetzt mal Richtung Konstruktionskreuzung, vergrößern unsere Farm. Aus dem Weg, Captain! Und dann ist hier anscheinend bei Trudy das nächste. Aber erstmal möchte ich hier mehr Grundfläche kaufen. Erweitern, bestätigen. Boah, das ist schon groß geworden. Cool! Wie veranstalten wir das denn jetzt? Das ist doch schon mal gut. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt aufbauen soll. Ich will das jetzt... Ich stelle ich auch mal hier in die Ecke. Ist es klüger, das hier hinzustellen? Ich habe noch nicht so die richtige Ahnung, wie wir das machen. Zack. Richtig. Okay. Nee, da ist ja der Eingang versperrt dann.
Dann können wir überlegen, das hier hinzustellen und den Generator vielleicht direkt daneben. Ah. Noch nicht so 100% überzeugt. Aber wir können das Haus auch noch versetzen. Nee, nicht das Dach. Ich will das Haus versetzen, danke. Ja, wir müssen mal gucken. Showroom speichern, zerstören, Größe ändern. Ich will hier eine Wand eigentlich einziehen. Und weiß noch gar nicht mehr, wie das geht. Aussehen ändern, Material ändern. Das ist jetzt aber das... Ich muss mir das mal ganz in Ruhe anschauen. Vor allem, ich würde ganz gerne halt einen Raum einfügen. Bewegen, zerstören, Größe ändern, Aussehen ändern. Es kann sein, dass sie das vielleicht ganz bauen. Und ich will hier noch ein Lagerhaus eigentlich bauen. Was ich aber gesehen habe, was echt cool war, bewegen, ich probiere das gerade mal aus. Kann ich dich jetzt irgendwo absetzen? Nee, kann ich nicht. Ich will das Dach eigentlich nicht zerstören. Wie machen wir das denn jetzt? Bewegen. Auch gerade mal ein bisschen. Nee, wisst ihr was? Wir machen das ein andermal weiter. Wir machen das ein andermal weiter. Ich will jetzt noch nach ein, zwei Missionen gucken. Dann schaue ich mir mal vielleicht genauer an, wie das funktioniert. Bestätigen. Ich habe ganz schön viele Sachen noch reinstecken. Ich hatte jetzt gerade alle aufgesammelt. Lampen und sowas. Genau, ich gucke mir das, glaube ich, in der nächsten Folge mal an. Dann gucken wir uns mal wirklich wahrscheinlich die ganze Folge lang nur den Hof an. Das ist mir aber lieber, dass das jetzt so nebenbei zu machen. Deine haben auch Gefühle. Stopp die Bombe. Auch Felsen haben Gefühle. Verbiete die Bombe. Rettet den Berg. Seht mal, es tut mir leid, dass ihr das so seht, aber wir müssen das tun, um die Straße nach Portia zu bauen. Ich habe es bereits genehmigt und wir werden den Berg nicht verletzen. Er ist nur ein großer Felsen. Erlaubt durch das Gesetz des Menschen, vielleicht aber erlaubt durch das Gesetz der Natur, lachhaft. Und ich weiß zufällig, dass jeder Stein, jeder Baum und jedes Lebewesen ein Leben, einen Geist und einen Namen hat. Okay, sehr cool, sehr mystisch, aber ich verspreche, wir tun dem Berg nicht weh. Ist das nicht die aristotelische Seelenlehre, dass auch Steine eine Seele haben? Weiß es nicht. Ich bin mir sicher, dass die Leute vom Zeitalter der Verderbnis das auch gesagt haben, als sie anfingen, aber sieh dir an, wie es endete. Und wenn wir diesen dunklen Weg einschlagen, wie können wir besser sein als Logan? Sieh dir an, was seine Bombe mit dem Wasserturm... Moment mal. Slurp, hilf mir, unsere Freunde hier zur Vernunft zu bringen. Oh nein, nicht du auch noch, Slurp. Halt nicht darauf herein. Jetzt ist es ein Berg, später wird es unser Planet sein. Was soll ich sagen? Wir stechen nur ein harmloses Loch hinein. So, als ob wir seine Ohren durchstechen würden. Die Bombe ist nicht so groß. Wisst ihr was? Ich bin auf eurer Seite. Nein zur Relikttechnologie. Ah, das wäre natürlich auch witzig. Wisst ihr was? Ich bin... Nein zur Relikttechnologie. Das ist ein schwieriges Wort. Das ist, glaube ich, das funktioniert nicht als Slogan. Slogan muss man einfach brüllen können. Wie ein einfaches Ohr. Loch. Nun, ich bin auch irgendwie gegen Ohrlöcher. Was? Warum? Nun, auf jeden Fall hat Slurp recht. Dem Berg wird es gut gehen. Er wird völlig intakt sein, nur mit einem Tunnel durch ihn hindurch. Und vergesst nicht, wenn der Tunnel fertig ist, bekommen wir unsere Wasservorräte hier draußen doppelt so schnell. Du magst Wasser, stimmt's, Burgess? Oh ja, nun, vielleicht ist es eine gefährliche Technologie. Gut? Gib jetzt nicht auf, Burgie Boy. Hör zu. Ihr habt viele gute Argumente und eure Gefühle sind berechtigt, aber du willst das Projekt also stoppen? Es gibt immer einen Weg um die Berge herum, weißt du? Manchmal. Pastoren. Manchmal sind die Möglichkeiten, die wir haben, nicht immer die besten. Aber das ist keine Entschuldigung dafür, mit dem, was wir tun, aufzuhören und den Kopf in den Sand zu stecken. Ich bin mir sicher, dass Judy diese Sache schon viele, viele Male in ihrem Kopf durchgespielt hat. Stimmt das? Ja. Wisse, dass das Zeitalter der Verderbnis nicht wegen der Technologie so geworden ist, sondern wegen des Umgangs damit.
Anbi, Burgess, eure Gründe sind stichhaltig, genauso wie die des Rathauses. Im Moment müssen wir einfach glauben, dass unser Bürgermeister die beste Entscheidung für uns trifft. Stimmt's, Trudy? Ja, ich übernehme die volle Verantwortung. Nun, wenn du es so ausdrückst, ich mag es immer noch nicht, aber gut. Vielen Dank an alle. Proteste! Und so, was hast du zu sagen? Justice hat gesagt, dass wir beim Tanzwettbewerb aussetzen und stattdessen auf Patrouille gehen müssen. Ich habe ihm gesagt, dass wir beim Tanzen immer noch hundertprozentig wachsam sein können, also können wir das riskieren. Halte beim Tanzen nach bösen Jungs Ausschau, damit wir mehr Daten für unser Experiment sammeln können. Dann beginnt ja der Tanzwettbewerb erst um 2, oder? Das ist ja noch ewig hin. Ich würde gerne noch eine Runde tanzen. Wir gehen mal hier runter. Ich meine, ich sage jetzt nicht direkt nein, aber das ist gut, Sheriff. Dann kommst du um 19 Uhr vorbei. Moment mal, nicht ganz nein ist auch nicht ganz ja. Also, was ist es genau, Chef? Nicht so sehr ein Paradoxon, sondern eher eine vage Aussage. Ach, vergiss es. Darf ich Slurp mitbringen? Natürlich, Sheriff. Mich wohin mitbringen? Ich plane für morgen Abend eine Dinnerparty. Captain kann nicht kommen, aber ich möchte, dass Justice trotzdem kommt. Ja, ich verstehe dich. Und ich sage nicht, dass ich nicht kommen will. Du willst also kommen? Naja, ich will nur nicht, dass Slurp etwas verpasst, weißt du? Was ist, wenn Slurp beschäftigt ist? Bist du morgen Abend beschäftigt, Slurp? Nein, ich habe morgen Zeit. Ah, das ist toll. Also gut, 19 Uhr bei mir zu Hause. Du musst nichts mitbringen. Ich hatte das aufgeschoben. Er ist ein guter Polizist, aber irgendwie macht er mir ein bisschen Angst. Ich wollte immer, dass unsere Beziehung professionell bleibt. Ich denke, uns so ist cool. Ja, vielleicht habe ich mir einfach nicht die Zeit genommen, ihn kennenzulernen. Wahrscheinlich bin ich ihm das hier schuldig, oder? Wenn nur er und ich zusammen wären, wüsste ich gar nicht, worüber wir reden sollten. Steine. Und es ist nicht so, als würde ich es vermeiden wollen. Ich brauchte nur ein bisschen Unterstützung. Naja, mit dir dabei denke ich, es wird sogar Spaß machen. Es wird gut sein, den Kerl, der immer auf meiner Seite ist, ein bisschen besser kennenzulernen. Jedenfalls danke, dass du mitkommst. Wir sehen uns dort. Abend mit uns, das ist bestimmt mega cool. Wie waren wir denn jetzt? Es ist halt immer noch erst 10 Minuten vergangen. Ich will doch noch tanzen. A plus Parla. Oder wir tanzen auch in der nächsten Folge. Wir können gerade mal gucken. Dass wir gerade mal unser Lager ein bisschen aufräumen, sortieren, uns den neuen Hof nochmal in der Größe anschauen. Schon riesig jetzt, oder? Ist schon sehr groß geworden. Ich glaube, dass Epona hier vorne ist ganz cool, der Stall. Und da müssen wir halt mal schauen, wie wir hier die ganzen Sachen sinnvoll aufbauen. Kupfererz. Ne, das will ich nicht da reinschmeißen. Wir schmeißen hier nochmal das rein. Ich würde auch gerne mal ein größeres Feld anlegen. Das sind alles so Sachen. Keine Ahnung. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Aber cool, dass es jetzt so echt groß ist. Ich unterschätze immer, wie viel größer das wird. Ich sollte mir das Haus auch woanders hinstellen. Was ist denn, wenn wir das Haus hier hinstellen? Deponastall hier. Dann hätten wir hier den ganzen Platz für Geräte, Lager, Gärten. Ich probiere das einfach morgen mal aus. Wir tanzen in der nächsten Folge, liebe Leute. Zwei beginnt's. Wir warten noch bis 2. Okay, ich habe mich entschieden. Wir warten bis 2. Die Kupferdrähte können wir gerade noch rausnehmen. Die sind fertig. Wir machen unseren Sprengstoff. Sehr gut, dann haben wir das nämlich auch fertig. Wo ist denn der Treffpunkt? Okay, da oben. Das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt am Tanzwettbewerb dran vorbei. Kunststoffrohre will ich jetzt nicht machen. Doch, komm, die machen wir auch gerade noch fertig. Müssten wir vielleicht sogar schon fertig haben. Das ist gerade... Ja. Die können wir annehmen. Dann bringen wir die gerade noch zurück. Tanzen eine Runde. Und dann geht's ab.
810 Gold nochmal. Stark. Gleich geht's los, gleich geht's los. Hallo Owen. Hallo Pablo. Seid ihr auch alle so aufgeregt? Wollt ihr meine coolen Dance-Moves sehen? Ich denke schon. Das wird ganz schön klasse. Jetzt. Jetzt geht's los. Okay, wir machen direkt den schwersten, weil ich ein absoluter Vollprofi bin. Ich weiß gar nicht, wie die Tasten gehen. Oh Gott! Volle Konzentration. Das ist super schwer. Ich glaube, wahrscheinlich ist mit Controller einfacher. Aber ich weiß es nicht. Okay. Aber ich habe gewonnen. Mehr wollte ich gar nicht. 90 Münzen. Da tanzten wir auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal weiter. Aber das war witzig. Hat sich gelohnt. Ansonsten, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so war, klickt doch auf Gefällt mir. Das würde mich sehr freuen. Gebt doch dem Kanal einen kleinen Push. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Habt eine gute Zeit. Bleibt anständig und ciao.